Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Dann herzlich willkommen zu diesem zum Sommersemester von Lil Mod. Und wir starten das Sommersemester mit der Parshas Emor, die am Shabbat, am kommenden Shabbat gelesen wird. Mein Name ist Daniel Batirev. Ich lebe in Jerusalem und bin sehr glücklich und geehrt, hier bei den Motschiuren zu geben. Und ja, dann lass uns anfangen. Bitte gibt mir kurz ein Zeichen, entweder per Hand oder einfach kurz mal sich nicht mehr stumm schalten, ob man mich hört und ob alles okay technisch einwandfrei ist. Herr Schert, alles okay? Ich kann Sie nicht hören, Sie haben Ihr Mikrofon nicht angeschaltet, aber einen Moment, ich könnte es vielleicht eventuell ändern. Einen Moment. Auf jeden Fall, ich habe zumindest gesehen, dass alles okay sein sollte. Okay. Die Parashat Emor fängt an mit den Gesetzen des Kohens. Und zwar sehr interessant, ein Kohen hat einen besonderen Status, der Priester im Tempel. Und er hat bestimmte Reinheitsgebote, insbesondere, dass er sich nicht mit toten Körpern in Verbindung bringen kann, deswegen an Friedhöfen. Die Kohanim dürfen meist nicht in Friedhöfe rein. Und die Frage ist, warum? Warum sind Priester oder gerade die Geistlichen sozusagen, die offiziellen Repräsentanten der Religion, sollen sich eben von Beerdigungen und von Beerdigungen und Prozessionen fernhalten? Normalerweise assoziiert man zumindest bei der christlichen Kirche, dass da selbstverständlich der Priester und so weiter und die religiöse Repräsentanz da an vorderster Stelle ist. Und einer der Gründe ist, dass Heiligkeit oder auf Hebräisch der passende Kedusha ist etwas, was immer aus dem Positiven hinaus entwickelt wird und dementsprechend immer mit positiven Gefühl assoziiert werden soll. Und deswegen will man nicht irgendwie seine Glaubensgenossen durch negative Gedanken oder durch Trauer sagen in die Religion zur Religion nahebringen, sondern eben aus dem Positiven hinaus. Und insbesondere diejenigen, die die Religion repräsentieren, die Priester, die Kohanim, die sollen definitiv nicht Zeichen von Trauer und Zeichen von Trauer und Depression zeigen. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel Verbote, spezielle Verbote von Kohanim, die keine Anzeichen oder auch äußerlichen Zeichen von Depression oder von Schmerz zeigen sollten. Und denn man will immer das Verständnis und das Gefühl und die Verbundenheit von sich selbst und Religion immer als positiven mit Glück und mit Freude in Verbindung haben. Und dementsprechend das Verbot am Anfang der Parascha auch nicht nur, dass die Kohanim am tote Körper nicht anfassen sollen, auch bei Trauer sollen sie sich von Trauer fernhalten, von Begräbniszeremonien, auch dürfen sie bei Verlust von Angehörigen irgendwie nicht irgendwie sich selbst irgendwie den Kopf kahl rasieren oder andere damals übliche Zeichen oder. Auch heute noch gibt es Leute, die sagen, sich selbst, alle Juden, nicht nur Kohanim, dürfen sich selbst keinen physischen Schaden zustehen, aber auch solche Sachen wie sich kahl zu rasieren aus Trauer, sind insbesondere für Kohanim verboten. Okay. Eine weitere interessante Sache, die in Parshas Emor sind, abgesehen von vielen Kohanim-spezifischen Geboten, gibt es noch in der Reihe der sagen, Sachen, die zum Tempel gehören, sind die Opferbringungen. Und hier gibt es ein interessantes Konzept, das ich besprechen will.
Und zwar das Konzept von, wofür braucht man überhaupt Priester, wofür braucht man diese Idee von einer Priesterklasse sozusagen oder einem Teil von den Leviim. Und zwar heutzutage ist es relativ, ja, es ist insbesondere heute schwer zu verstehen, warum man etwas braucht wie eine Repräsentanz. Jemanden, der bestimmt etwas anzeigt, der jemanden erklärt oder veranschaulicht, ein bestimmtes Ideal. Und heutzutage, viele von unseren sagen, Leuten, die uns anführen, müssen nicht unbedingt eine repräsentative Rolle einnehmen. Wobei in früheren Zeiten, insbesondere in Zeiten der Könige, wir haben heutzutage noch die Queen in England, gibt es eine bestimmte Sache, die sagt, wie man sich aufführt, wie man, und obwohl die Queen vielleicht heutzutage keine legislative Macht hat, trotzdem in England wird zum Beispiel die Queen sehr respektiert und auf sie wird hochgeschaut, sie wird von allen geliebt und sie repräsentiert eine bestimmte Würde. Und heutzutage würde ich mal sagen, es ist sehr selten, dass wir überhaupt wirklich eine Gesellschaft finden, insbesondere mit heutigen Präsidenten und Staatsoberhäupter, die vielleicht sich nicht immer so repräsentativ und vornehm benehmen. Im jüdischen Leben braucht man immer, es ist wichtig, dass man ein Vorbild hat. Und dass man kann verschiedene Vorbilder in verschiedenen Bereichen haben, aber auch insbesondere der Emotionen und im Gottesdienst und im Gottesdienst vom Herzen, also es gibt den intellektuellen Gottesdienst vom Lernen der Tora und vom Verständnis von Gott und seiner Tora, aber auch der Gottesdienst vom Herzen und der, sagen, emotionale Gottesdienst braucht eine bestimmte Ideal, das man vielleicht nachahmen will. Und da kommen die Kohanim, die bestimmte Gesetze haben und die immer bestimmt schön aussehen müssen. Sie müssen ihre Haare schneiden. Kohanim, die im Dienst sind, dürfen keine äußerlichen Defekte haben, weil hier geht es nicht darum, um eine Idee unbedingt zu entwickeln oder intellektuell zu sein, sondern eine bestimmte Emotion zu kreieren, eine bestimmte Empfinden zu haben. Und damit wollen wir sozusagen das perfekte Bild, wonach wir streben. Und wir wollen dieses Bildnis darstellen und andere damit inspirieren. Und da muss alles perfekt aussehen, es muss alles schön sein, es muss alle repräsentativen, alle Sachen, die zu einem vollkommenen Leben und einem glücklichen Leben müssen Kohanim bestimmte Gesetze extra befolgen und gibt zum Beispiel Reinheitsgesetze für das Essen, dass bestimmte Teile des Truma, ein bestimmtes Anteil, der in die Kohanim ging, dürfen nur in ritueller Reinheit gegessen werden. Spezielles Gesetz nur für die Kohanim und einen speziellen, sagen, Teil des Opfers, oder es ist kein Opfer, eine Teile einer Priesterabgabe, die eine bestimmte Heiligkeit bekommt und die dann immer repräsentativ gegessen werden und nicht jeder darf es essen und nur Kohanim, die rein sind, dürfen es essen. Und auch haben die Kohanim viele Gesetze, die eigentlich unüblich für das Judentum, die auf Äußerlichkeiten, Gesetze, die auf Äußerlichkeiten Wert legen. Und dann beantworten wir die Frage, wie kann es sein, dass Judentum, das meistens intellektuell und wie immer alles logisch und immer einen Gedanken entwickeln wollen, warum jetzt bestimmt auf Äußerlichkeiten Wert gelegt wird und zum Beispiel ein Kohen muss beim Priesterdienst gut aussehen oder ein Opfer ist nicht koscher, das koscher ist das falsche, sozusagen, technische Bezeichnung, weil ein Opfer muss bestimmte Eigenschaften haben. Wenn zum Beispiel das Tier verletzt ist oder krank ist, oder sogar wenn es vollkommen gesund ist, aber ein Bein fehlt oder verstümmelt ist, ist es nicht
obwohl man es vielleicht koscher sein könnte, ist es nicht verwendbar für ein Opfer, weil wir bei einem Opferbringung oder beim Priesterdienst generell wollen ja ein bestimmtes Bildnis darstellen, wir wollen eine emotionale Realität bringen, wir wollen ein Ideal darstellen, wo wir uns streben. Und damit müssen jedes Gebiet oder jedes Gebiet muss versucht auf das höchste Level, auf das maximale den Schönheitsgrad erreichen und damit muss ein Tier gesund aussehen, es muss es darf keine Missbildungen haben und es darf auch zum Beispiel nicht kastriert sein, weil wie in jedem Gebiet des jüdischen Lebens muss eine bestimmte Perfektion symbolisiert werden, weil das Judentum, weil der Priesterdienst und Opferbringung immer ein Symbol und worauf wir streben sind. Und selbstverständlich, das Eheleben ist im Judentum natürlich auch dementsprechend heilig und etwas Positives und muss deswegen auch voll repräsentiert werden. Und in der Parasha Emor, die wir diese kommende Wochenende lesen werden, dementsprechend auch eine, sagen Sachen, die wir vielleicht nicht sofort sehen könnten. Ein Tier, das zum Beispiel das kastriert ist, ist nicht koscher, um damit ein Opfer zu bringen. Okay. Die Parasha Emor hat auch im zweiten Teil eine chronologische, nach dem Kalender, eine chronologische Abfolgung aller Feiertage. Und als erstes Feiertag, selbstverständlich, als ersten Feiertag, den wir natürlich im Kalender haben, ist natürlich der Schabbat. Und zum Schabbat beginnt die Einleitung von Schabbat, also 6 Tage arbeiten wir und am 7. Tage ist Schabbat und es wird auch in der Tora gesagt, man lasot esser Schabbat. Man soll den Schabbat machen oder ihn vollenden, ihn zum Dasein bringen. Und das ist ein interessantes Konzept. Es war Schabbat oft, insbesondere wenn man die grundlegenden Gesetze von Schabbat erstmal kennenlernt, gibt es viele Verbote. Dieses nicht machen, jenes nicht machen. Und es gibt viele Einschränkungen. Aber eigentlich die Grundidee von Schabbat ist nicht eine Einschränkung, dass man die Einschränkungen sind dafür, um etwas zu machen, um proaktiv zu sein, und zwar in eine andere Richtung. Die Einschränkungen sind nur dazu da, um sich in eine bestimmte Richtung zu konzentrieren. Und zwar, damit Schabbat sich geistig und jüdisch weiterentwickelt und damit das der Verbot der Arbeit und der regulären Arbeit ist, dass man endlich sagen, gezwungen ist. Ja, man ist gezwungen, Zeit zu nehmen für die wirklich wichtigen Dinge. Sehr oft ist man im Leben sehr sehr beschäftigt, man hat seine Arbeit oder man studiert oder man hat, was auch immer man beschäftigt ist. Und man hat bestimmte Pflichten, die man erfüllen muss und von denen kann man nicht weggehen. Es ist auch richtig so, dass man sie erfüllt und dass man in der Welt die 6 Tage arbeitet, weil du sollst 6 Tage arbeiten und am 7. Tag sollst du auch ruhen. Und zwar von der Arbeit, um sich auf das Wichtigste zu konzentrieren und auf seine Familie, auf seine Verbindung mit Gott und im Schabbat haben wir längere Gebete, wir haben die lange Tora-Lesung am Schabbat und dementsprechend finde ich das auch eine sehr interessante, ich meine nicht Gleichstellung können oder in Jiddisch oder Yeshiva sagt man ein Zustellen. Das ist eine Jiddisch ist sozusagen sehr von deutschem Wort zustellen, und zwar sagen ein Vergleich. Und zwar würde ich sagen, es ist sehr interessant, weil heutzutage, wo wir in der Corona-Krise alle zu Hause sind und alle sagen, eingeschränkt sind und in manchen Bundesländern ist Ausgangssperre, in anderen nicht. Und wie auch immer die heutige gesetzliche Lage ist, zumindest bis vor ein paar Wochen mussten alle zu Hause sitzen. Und man kann natürlich sagen, oi, ich muss zu Hause sitzen, ich will endlich raus und alles ist so schlimm
Und dementsprechend, natürlich sind es Einschränkungen, und die man an sich spürt, aber der Punkt, in dem man sagen, oder der Trick, um sich angenehmer zu machen, ist nicht, um sich nicht zu konzentrieren, was man alles nicht darf, sondern zu sagen, okay, ich wurde jetzt eingeschränkt, okay, mit meinen Einschränkungen, okay, kann ich mich nicht auf das konzentrieren, was ich immer sagen, verschoben habe. Wenn man jetzt ganzen Sachen, die man zu Hause hatte und immer gesagt hat, man hat keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, endlich hat man Zeit dafür. Und mein Rosh Yeshiva, mein Rabbiner, hat zum Beispiel uns während der Corona-Zeit eine Ansprache gegeben, und an alle Väter und alle, die Kinder haben, und hat gesagt, also wenn ihr jetzt hier die 6 Wochen zu Hause seid, und die meisten haben sehr Jobs, die sehr anspruchsvoll sind, und man ist den ganzen Tag beschäftigt, und meistens an Sonntagen. Und am Schabbes ist man auch dann sehr erschöpft von der ganzen Woche. Er hat gesagt, jetzt ist die Zeit, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr, mal richtig euch Zeit zu nehmen, mit eurer Frau zu sprechen, mit euren Kindern zu sprechen, richtig Qualitätszeit zu nehmen, um jetzt mal vielleicht eine ganze Stunde, ja, sich nur mal auf ein Kind zu konzentrieren, und dann mal aufs nächste Kind. Und ich glaube, das ist der Trick, zu sagen, okay, es gibt Einschränkungen, es gibt Regeln, aber man soll sich nicht auf die Einschränkungen regeln, sondern man muss sich daraus etwas machen. Und zwar zu sehen, okay, die Einschränkungen sind die Spielregeln, aber daraus sollte man sich etwas Positives machen. Man soll immer denken, okay, wohin setze ich die Energie? Okay, in eine Richtung geht es nicht, aber dafür kann ich umso mehr von meiner Kraft und von meinem Willensstärke und von meiner Zeit und von meinem, wie viel Kraft man für den Tag hat, kann man, desto mehr, Moment, ich hefte mich mal an, damit mich alle sehen, desto mehr kann man sich konzentrieren auf die Sachen, die ja erlaubt sind, und die meistens dafür gedacht sind, dass man genau diese Sachen tut. Okay. Jetzt habe ich schon angefangen, dass in der Parashat Emor alle Feiertage in der chronologischen Reihenfolge nach dem jüdischen Kalender. Und zwar, der jüdische Kalender hat zwei Anfänge. Und zwar, einmal der Rosh Hashanah ist der Kopf des Jahres, aber auch sozusagen den historisch inspirierten Kalender, und zwar in der Tora, wenn es immer vom ersten Monat gesprochen wird in der Tora. Der erste Monat in der Tora wird immer gesagt Nisan. Und zwar Nisan ist der Monat, in dem Pesach ist. Das heißt, der erste Monat, wenn in der Tora gesprochen wird, ist immer Pesach. Und damit werden dementsprechend die Gebote und dass man am Pesach feiert, und zwar 7 Tage Pesach, und am ersten, am letzten Tag gibt es nochmal ein Arbeitsverbot, so wie am Schabbat. Und danach wird ein noch heutzutage sehr aktuelles Gebot, das wir gerade dabei sind zu erfüllen. Und zwar nach Pessach, was kommt als nächstes im jüdischen Kalender, wird das Omer-Zählen gemacht. Und wir zurzeit zählen wir das Omer. Und jetzt gibt es zwei interessante Fragen. Was ist überhaupt ein Omer? Und und wofür zählen wir das? Und interessanterweise, dass das Omer-Zählen in der sagen, als ein Gebot in der heutigen Parasha, in Parashat Emor, vorkommt. Und dementsprechend, wir zählen dann 40 Tage, 40 Tage bis zu Shavuot. Okay, das ist schon mal das Omer-Zählen. Jetzt fragen wir uns, was ist ein Omer? Ja, ich meine, man kann vielleicht Chanukka-Tage zählen. Ja, okay, dann kann man nicht die Kerzen zählen, aber was ist ein Omer? Eigentlich ein Omer ist das bestimmte Opfer, das man dann am Shavuot bringt. Oder eine Zeit, und zwar sagen,
Das Shavuot ist sozusagen etwas Ähnliches wie sozusagen das Erntedankfest in der christlichen Tradition. Ich meine, die christliche Tradition hat es ja von etwas inspiriert. Ich meine, und zwar, man hat nämlich seine Erstlingsfrüchte in Shavuot, in den Tempel gebracht. Und Shavuot war dann diese riesige Party, wo alle nach Jerusalem, ist eins auf der drei Wallfahrtsfeste. Und dort hat man das bestimmte Omer-Opfer gebracht. Und das wurde dann entsprechend in einer großen Zeremonie. Jeder Einzelne hat, sozusagen jeder Bauer, jeder, der irgendetwas aus deinem Feld hatte, hat dementsprechend das Omer gebracht. Und das ist sagen das Omer, was von welchem wir in der Torah, in der Parashat Emor erzählen. Und jetzt die Frage, okay, warum zählen wir und warum sind es 40 Tage? Erstmal 40 ist eine interessante Zahl. Immer wenn wir, es gibt im Judentum immer unsere Zahlen und jedes Mal, wenn wir dieselbe Zahl haben, dann kommen immer die Alarmleuchten, das ist dasselbe Konzept. Wir haben immer Gematrias von Wörtern und wir lieben eigentlich Zahlen immer und wir haben immer hinter jeder Zahl eine bestimmte Symbolik. Und jetzt haben wir 40. Okay, jetzt versuche ich mal in die Gruppe zu fragen. Vielleicht kann jemand im Zoom-Gruppenchat vielleicht fragen, okay, 40 Tage zählen wir, haben wir das, wir haben das, oder 7 Wochen, 49, genau. Wir haben 49 Tage und nicht 40 Tage, genau. Das ist der Trick, den wir, also 40 Tage ist eine interessante Sache, und zwar 40 sind immer 40 Stufen. Man sagt, dass sozusagen, es gibt, Moshe war auf dem Berg Sinai und hat eine bestimmte Periode gebraucht, und wir haben 40 minus 1 Melachot, sagen die 39 Melachot. Und wenn wir sagen, eine große Zahl haben, sagen 40 Stufen oder die 49 Stufen, es gibt immer 40 bis 10 Stufen, deswegen bin ich ein bisschen in Verwirrung gekommen. Und es gibt immer, wenn wir meistens die Zahl 40, 50 haben, sind es meistens die 40 oder 50 Stufen. Etwas, was immer mit kleinen Schritten gemacht wird. Und man sagt immer, dass die Omer-Zeit, viele haben einen Brauch in der Zeit, Musar zu lernen, das heißt Lektüre, jüdische Lektüre zur Charakterbildung und so, indem man versucht, seine positiven Eigenschaften zu stärken und seine negativen Eigenschaften auszumerzen. Wie zum Beispiel, man versucht, dankbar zu sein, indem man zum Beispiel Übungen macht, das heißt eine Übung. Also es gibt man kann versuchen, zum Beispiel jeden Tag versuchen, einfach ein paar Sekunden dran zu denken, an alle Sachen, für die man hat, dafür dankbar zu sein. Was soll das bringen? Bringen, dass man in sich ein bisschen das Gefühl der Dankbarkeit in sich ein bisschen weiterentwickelt. Und dass man ein bisschen mehr Gespür und Gefühl dafür hat. Und es gibt dementsprechend viele jüdische Literatur, die Musar-Bücher oder Musar-Bücher, in denen es gibt Tipps und Tricks, die von der Gemara oder von unseren Rabbinen sind, wie man versucht, eine bessere Person zu sein. Und eine bessere Person zu werden, kann man nicht von heute auf morgen zu beschließen. Okay, man kann es beschließen, aber wie alle Neujahresbeschlüsse im nächsten Monat immer puff und weg sind, so ist es meistens mit allen anderen, wenn man einen Beschluss nicht sagen nachfolgt und wenn man nicht versucht, schrittmäßig darauf aufzubauen. Und dementsprechend wollen wir versuchen, und in der Omer-Zeit versucht man, an sich selbst zu arbeiten, und versucht, sich selbst ein bisschen vom Charakter bisschen mehr an sich zu arbeiten. Sich zu arbeiten, und für Stück kann man das selbstverständlich schaffen. Aber von heute auf morgen ist es immer wieder schwer. Okay, ich will erst eine kleine Verschnauspause, habe so viel geredet. Ich wollte fragen, ob es irgendwelche Fragen von den Teilnehmern gibt. Ich habe jetzt so schnell geredet.
würde gerne Fragen entgegennehmen zu Prashat Emor oder jetzt Tom erzählen oder vorher habe ich über die Priester erzählt. Und ja, ihr könnt gerne im Gruppenchat oder versuchen, euer Mikrofon anzumachen. Weil, ja. Ich weiß, als ich den Mund einen Moment, bitte wiederholen, ich habe es nicht gehört. Jemand hat Slava, du hast das Mikrofon an, aber ich kann nicht wirklich hören, ob das eine Frage war. Okay, dann mache ich etwas weiter mit dem Shiur. Und zwar waren wir in Prashas Emor im zweiten Teil. Und zwar, wo alle Feiertage aufgezählt werden und dementsprechend auch die Verbote und Gebote, also insbesondere die Arbeitsverbote aufgezählt, welche Tag ein Feiertag ist und welcher Chol Hamoed ist. Am Pesach haben wir sozusagen die mittleren Tage, Chol Hamoed, die kein sagen strenges Arbeitsverbot haben und sagen die Feiertage, der erste, letzte Tag. Und zwar hatten wir das jetzt beim Pesach, dann Shavuot und als nächstes kommt dann dementsprechend Rosh Hashanah. Rosh Hashanah haben wir selbstverständlich das Gebot des Shofarblasens und deswegen auch sozusagen der Tag des Blasens oder des, ich weiß nicht, Trompetens. danach haben wir auch in der Tora wieder den Yom Kippur erwähnt und auch das Arbeitsverbot und das Essensverbot. Sozusagen, man muss sich, das ist ein Tag der Sühne. Und als letztes der genannte Feiertag ist dann der Sukkot, und zwar das Laubhüttenfest und dementsprechend dann der erste und der letzte Tag sind die Feiertage. Und heutzutage, da wir nicht mehr in Israel leben, in Deutschland gibt es immer aus jedem Einzelfeiertag sondern zwei immer Feiertage, weil außerhalb Israels immer jeder Tag sagen, doppelt gefeiert wird. Und deswegen immer beim Kalender nachschauen. Also zum Beispiel, wenn man einen Online-Kalender hat, es gibt immer, muss unterscheiden, ob es jemand die Feiertagskalender für Israel schaut oder für Kutzlaarz oder außerhalb Israels. Weil außerhalb Israels jeder Feiertag sagen zwei Feiertage sind. So, zwei Tagen ist dann verboten zu arbeiten. Okay. Und jetzt die Frage, okay, was jetzt damit sind die Feiertage, die in der Tora erwähnt sind, abgeschlossen. Jetzt aber die Frage, wir haben im Judentum noch mehr Feiertage. Und vielleicht kann mir jemand im Gruppenchat schreiben, was ist denn im jüdischen Kalender, welcher Feiertag kommt nach Sukkot? Ich kann leider niemanden hören, weil die Mikrofone stumm geschaltet sind. Chanukka kommt. Chanukka kommt. Ja, super. Und jetzt ist die Frage, ist die Fangfrage. Warum wird denn Chanukka jetzt nicht in Parshas Emor erwähnt? Naja, Chanukka ist zu einer Zeit entstanden und wurde zu feiern begonnen. Da war die Tora schon lange geschrieben. Genau. Und jetzt kommt nämlich die Pointe. Passen Sie auf. Okay. Im jüdischen Kalender kommt als nächstes Chanukka. Ja, und Chanukka, die Geschichte von Chanukka ist ja viel, 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 viel später. Ja, und jetzt schaut man, wenn man in Parashas Emor schaut, und dann schaut, okay, wir haben dann alle Feiertage sagen beendet. Und welches Gebot wird als nächstes in der Tora beschrieben?
von allen 613 Geboten oder interessanten Geboten, wenn wir den Chumash aufmachen, es gibt sehr viele Gebote, sehr viele Verbote. Und jetzt schauen wir mal die Pointe. Okay, wir haben Pesach, wir haben Feiertage. Okay, es hat nichts mit dem Feiertag zu tun. Okay, und wir haben Sukkot. Okay. Und dann, okay, diese sind die Feiertage und wir haben bestimmte Opferbringungen und wir haben 7 Tage Sukkot, Walhüttenfest. Okay, und jetzt sind wir in Parshas Emor und Kapitel 24, Vers 1. Okay, Parshas Emor, das ist dann dem schon Levitikus, also Vayikra, Kapitel 24. Also Kapitel 23 waren die ganzen Feiertage, die wir gerade besprochen haben. Und das wird auch bestätigt, das sind diese. Und der letzte sagt, Moshe et Mordei Hashem et Neisrael. Okay, dies waren die Feiertage, die Moshe gesagt hat und für die Kinder von Israel. Okay, Kapitel 23 zu Ende, alle Feier zu Ende. Guck, Kapitel 24. Hashem, ja, und sagt Hashem zu Moshe, ja, befehle den Kindern von Israel, du sollst rausnehmen klares Öl, ja, und es gepresst sein soll, und du sollst anzünden eine Menorah im Tempel. Ja, du sollst anzünden die Menorah. Und zwar beständig. Und es wird gesagt, wo die sein soll. Und von dem her, das ist ein sehr interessanter Punkt, dass genau nach allen Feiertagen, nicht chronologischen Reihenfolge, das nächste Gebot ist das Anzünden der Menorah im Tempel. Jetzt ist es, ich finde es eine interessante Pointe, weil wir als Juden glauben, dass die Torah von Gott geschrieben ist. Ja, und deren Gott dementsprechend wusste natürlich, dass Chanukka ja noch fehlt. Ja, und dementsprechend, er hat dort ein Remes, sagt man auf Hebräisch, ja, eine Anspielung, ja, auf den Feiertag genau. In allen Geboten, die man sich so ausdenken kann, ja, und in der chronologischen Reihenfolge, ja, haben jetzt von Pesach bis Sukkot mit Rosh Hashanah, Yom Kippur, ja, Sukkot und alle Feiertage abgeschlossen und vergiss dich deine Menorah anzuzünden. Nächstes Gebot. Und wie schon gesagt, die Geschichte von der Chanukka kommt ja viel, viel später. Ja, also das ist ja schon in der mündlichen Torah, das schon passt. Dementsprechend haben wir sozusagen eine interessante Anspielung. Es gibt viele Anspielungen für Chanukka in der Torah selber. Was eigentlich interessant ist, weil Chanukka, wie kann es eine Anspielung an Chanukka in der Torah geben? Die Torah war ja viel früher gegeben, aber da der Autor Hashem ist, er kann uns ein bisschen mit Humor belustigen und zu sagen, ja, ihr habt Spaß, ihr könnt Spaß am Torah lernen haben. Okay, und ich finde das eine interessante Sache und wir haben dann bestimmt die Gebote der Menorah in der Prascha. Und damit haben wir die Feiertage also abgeschlossen. Wobei man kann natürlich sagen, wie ist es nun an Purim? Okay, das ist noch eine andere und interessantere Geschichte. Vielleicht schaffe ich das noch auch ein bisschen reinzubringen, aber es gibt am Ende der Prascha auch es gibt zweimal in Torah, ein sehr oft misszitiertes Konzept. Und zwar der berühmte Satz, Zahn um Zahn. Ja?
oder genau im Ende der Parashas Emor, wenn ein Mann ein anderes Tier tötet, sollte man dementsprechend Schadensersatzzahlungen machen, ein Leben für ein Leben. Und wenn ein Mann seinen Freund etwas antut, soll man ihm etwas tun. Und man soll ein Bruch für einen Bruch, ein Auge für Auge und ein Zahn für Zahn. Und was man dem anderen tut, soll einem getan werden. Nun, es wird immer aus dem Konzept, insbesondere aus dem Hebräischen, ich meine, ich habe jetzt sagen, um es zuzuspitzen, es sagen ein bisschen zugespitzt übersetzt. Und zwar am Ende der Parasha, wenn es geht um, um Schadensersatzzahlungen, muss man etwas sagen. Okay, der erste Teil, den wir gelesen haben, um jetzt nochmal uns emotional mal abzukühlen und zu verstehen, was dieses Zahn um Zahn bedeutet, ist es folgende. Also, der erste Satz war nochmal klar. Also, das ist dann Kapitel 24, wird hier bei den Vers vielleicht 16, 17 rum. Okay, wenn ein Mann einen anderen Mann tötet, okay, wir haben im Judentum dementsprechend das die Todesstrafe, wenn für einen Mörder. Aber selbstverständlich haben wir dementsprechend auch den Gerichtsprozess. Und als nächstes haben wir, wenn ein Mann ein Tier tötet, ja, und das ist deswegen, er muss Kompensation, ja, er muss Schadensersatz zahlen, ja, und damit tut auch diese ganze, damit wird auch diese ganze Abschnitt Torah auch erklärt. Diese Torah und dieser Abschnitt Torah erklärt uns über Schadensersatzzahlungen. Das heißt, wenn jemand etwas tut, ja, dann gibt es immer Schadensersatzzahlungen. Und auch unsere Weisheit, wenn ein Mann einen anderen tötet, ja, hier geht es nicht darum, um jemanden absichtlich einen Mann zu töten, sondern was passiert, wenn ein Mann jemanden unabsichtlich tötet? Und bei bestimmten Situationen, wenn er zum Beispiel es aus Nachlässigkeit getan hat und nicht genug vorsichtig war zwischen gefährlichen Gegenständen oder gefährlichen Tiere, muss er eine bestimmte Strafe zahlen. Eine bestimmte Strafe wird ihm vom Gericht auferlegt. Und selbstverständlich kann man nicht irgendwie das Leben eines Menschen in einem bestimmten Geldwert dazu machen, aber es gibt bestimmte Pauschalsätze. Und dementsprechend gibt es auch alle anderen Sachen. Wenn zum Beispiel bei den Shein, Tachas Shein, ein Zahn für Zahn, ist Tachas, ja, wenn man es, oder genau im Hebräischen, ist es nicht irgendwie, du tust den Zahn für den anderen Zahn irgendwie. Es ist nicht irgendwie eine Bestrafung. Nein, es ist im Hebräischen ist es mehr ein Wort, das sagt ein Vergleich. Und heutzutage ist es eigentlich sehr einfach, sich das vorzustellen. Und zwar, heutzutage haben wir unsere Lebensversicherung. Und wenn jeder von uns seine lebenseigene persönliche Lebensversicherung, die er vielleicht abgeschlossen oder nicht abgeschlossen hat, anschaut, dann steht genau diese Formulierung drin. Es gibt sozusagen einen Zahnwert oder einen Körperteilwert. Und wenn sozusagen ein bestimmter Mann oder Berufs- oder eine Grundfähigkeitsversicherung und jede bestimmte Körperteil oder Fähigkeit hat einen bestimmten Pauschalwert, der Versicherungswert, des bestimmten Dings, und der wird dann ausgezahlt. Und im jüdischen Gesetz ist es immer so, dass es ein Gericht
ein Gericht darf nicht irgendjemand anderen verletzen oder verurteilen zu verletzen. Das existiert im jüdischen Gericht nicht, dass wir jemanden bestrafen, also körperlich bestrafen, weil er einen bestimmten Schaden gemacht hat. Es gibt körperliche Bestrafung, aber die ist nicht aufgrund dessen, dass jemand einen physikalischen Schaden gemacht hat. Es gibt sogar die Todesstrafe, wenn man zum Beispiel Götzen dient. Aber das ist eine ganz andere Idee. Es ist ein ganz anderes Teil des Rechtsgebiets. Ja, Götzendienst. Hier sind wir im sagen Kriminalgericht und im Kriminalgericht oder sagen im sagen geht es um Schadensersatz und dementsprechend, wenn jemand mal zufügt, muss er dementsprechend Schmerzensgeld zahlen und dementsprechend auch Arbeitsverlust oder wenn zum Beispiel jemanden so verlässt, dass er nicht mehr arbeiten kann, muss er dementsprechend den Lohnausfall zahlen und so weiter und so fort. Und Schmerzengeld, Lohnausfall, dann dementsprechend, wenn es eine bestimmte Verletzung ist, die einem Buscher auf Hebräisch seine Würde nimmt oder jemand seine Würde verletzt. Wenn jemand eine bestimmte Verletzung oder irgendjemand mit irgendwie was ekligem bewirft zum Beispiel, da ist der Schaden, es gibt auch im deutschen Gesetz eine bestimmte, sagen wir eine Verletzung, indem wir zum Beispiel jemanden beleidigen mit Wörtern und so weiter. Und dementsprechend für den Schaden gibt es manchmal Pauschalbeträge. Oder wenn zum Beispiel Körperteile verletzt sind, gibt es auch Pauschalbeträge, die man heutzutage auch bei Lebensversicherungen für jeden Zahn oder für jedes Auge einen bestimmten Betrag gibt. Und damit will ich auf jeden Fall hoffentlich für alle Male aufräumen mit dem Vorurteil, dass wir im Judentum irgendwie so wie in der Scharia irgendwie Arme oder Beine abhacken wollen oder Zähne ziehen oder Augen ausstechen, sowas gibt es überhaupt nicht, unter keinen Umständen, dass das irgendwie Auge für Auge im wörtlichen Sinn gemacht, sondern es ist Shane Tachas Shane Shavar ist es ist immer bezogen auf einen bestimmten Wert, des, was auch immer man spricht hier. Okay, die letzten paar Minuten will ich geben, ob jemand irgendwie noch eine Frage stellen will, zu dem, was ich jetzt gesagt habe oder vorher in meinem Shiur, und euch die Möglichkeit geben, ein bisschen interaktiv zu sein. Ihr könnt auch mir eine persönliche Frage stellen. Ich werde abwechselnd hier mit Rabbiner Engelmeier, eine Woche Rabbiner Engelmeier, eine Woche ich, eine Shiur, meistens, ich glaube, über die Parasha geben. Also Parashas Emor ist die Parasha, die wir den kommenden Shabbat lesen und dann wahrscheinlich nächste Woche weiter mit Rabbiner Engelmeier, mit Parashas Bechar. Und falls ihr schon eine Frage euch ausgedacht habt, dann seid ihr jetzt dran. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mich gefreut, dass ihr alle so kurzfristig gekommen seid zum neuen Semester. Und ich hoffe, dass durch die kommenden Shiurim und die Shiurim-Reihe ich euch alle wieder sehen kann. Und ihr könnt natürlich eure Bekannten auf den Mod empfehlen. Insbesondere, wer heute noch in Quarantäne ist oder ein bisschen Zeit am Abend hat. Vielen, vielen Dank. Und dann bis wahrscheinlich in 2 Wochen. Aber dementsprechend nächste Woche auf jeden Fall auch bei Rabbiner Engelmeier einschalten. Und ihr könnt mir auch Fragen zur Parasha schicken, falls ihr ein bisschen im Voraus lesen wollt und eine bestimmte Frage stellen wollt oder eine bestimmte Stelle euch in der Parasha stört.
könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Ich gebe meine E-Mail-Adresse hier im Chat. Und kann ich versprechen, sie zu beantworten. Ich weiß nicht alles, aber ich kann wenigstens versuchen, sie zu beantworten. Und auf jeden Fall ein Versuch ist es wert, mir eine E-Mail zu schreiben. Also. Daniel.bartyre. So. Jetzt muss ich das aber noch an alle schicken. Okay. Nochmal versuchen. So. Okay, hier meine lange E-Mail-Adresse. Habe ich Ihnen alle versendet. Ihr könnt mir gerne Fragen zu Parasha, zum Wochenabschnitt stellen. Ja, zu dem, den ich entweder gegeben habe oder dem, den ich in 2 Wochen dann geben werde. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und schönen Abend noch.